krachende Motoren und ziemlich coole Manöver am Himmel. Hier in Lauterbach wird trainiert, und zwar für die Deutsche Flugkunstmeisterschaft. Und David Friedrich, du hast hier so ein bisschen das Auge auf alles, ne? Du organisierst hier mit. Genau, ich organisiere mit, bin so ein bisschen die Schnittstelle zu den Kunstfliegern. Da bin ich schon recht lange verwurzelt, und der Aeroclub Lauterbach ist eben der Veranstalter hier. Was genau wird hier geflogen? Du hast so einen Plan in der Hand. Welche Figuren sind das? Ich kenne Rollen und Loopings und dann vielleicht noch Messerflug. Was gibt's denn noch? Genau, also es ist eigentlich eine Kombination aus Rollen, Loopings, gerissenen Rollen, also mit bewusstem Strömungsabriss an einer Fläche, Trudeln, das Ganze auch negativ, also negative Loopings, und das Ganze möglichst präzise. Es gibt die wildesten Figuren und Figurenkombinationen, was dann in Klassen gestaffelt ist und immer schwieriger wird eben. Ja, also wir würden gerne Besucher einladen, weil wir das Ganze, also einmal wollen wir unseren Sport fördern, aber wir haben vom RP die Auflage bekommen, dass es eben keine Luftfahrtveranstaltung ist, also keine Airshow, wie man das kennt, sondern eben ein Wettbewerb. Im Internet gab es einige Stimmen, die sich beschwert haben, dass es doch sehr, sehr laut sei. Was ist da die Botschaft von euch? Ja, Entschuldigung dafür. Es tut uns wirklich leid. Wir versuchen hier alles zu machen, um das eben zu vermeiden oder möglichst gering zu halten. Wir fliegen mit reduzierter Drehzahl, um es doch leise zu halten. Wir halten Mittagspausen ein. Wir fangen recht spät an und hören so früh wie möglich auf. Und die Kirchenzeiten haben wir uns rausgesucht, dass eben zu den Kirchenzeiten nicht geflogen wird, gerade jetzt an Pfingsten. Dass wir da Rücksicht nehmen, so viel es geht. Und wenn doch ein Besucher kommen sollte, dann scheuchen wir den auch nicht weg, sondern wir zeigen ihm unseren Sport, weil es ja doch faszinierend und auch spektakulär ist. Und dann gucken wir, dass wir möglichst miteinander klarkommen.